Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe im letzten Video oder in dem Video, wie ihr besser werdet in Rocket League, gesagt, dass ich ja Replay-Analysen von euch machen kann oder wenn ihr halt Hilfe braucht, dass ich euch versuche zu helfen. Und mir wurden tatsächlich mehrere Replays jetzt geschickt. Ich werde das wahrscheinlich so machen, dass ich für jeden Rang oder halt so Platin, Diamond, Champ, GC eine Replay-Analyse mache. Und den Rest, der mir sonst eingeschickt wird, werde ich wahrscheinlich privat dann abarbeiten, weil erstens nimmt es super viel Zeit in Anspruch, wenn ich mir da jedes anschaue und daraus ein Video machen möchte. Und das andere oder der andere Punkt eben, wenn ich das mit jemandem zusammen im Discord bespreche, ist es halt viel einfacher für ihn auch, wenn ich jetzt was erkläre, dass ich dann auch wirklich weiß, dass er es verstanden hat. Also, dass er verstanden hat, was ich zu sagen habe. Ich nehme jetzt dieses Replay hier, werde das einmal für euch gemeinsam, also mit euch analysieren. Wir können sagen, ob ihr vielleicht wollt ihr auch, dass ich alles auf YouTube hochlade, dann mache ich das natürlich, wenn das gewünscht wird. Aber ich mache das auf jeden Fall jetzt einmal hier so. Guck, wie ihr darauf reagiert. Und genau, dann schauen wir mal weiter. Super, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Der hier ist, das ist der liebe Mike. Und der ist C1, also Champion 1. Und sagt, er hat gute Mechanics, aber kein gutes Boost-Management und keine gute Rotation. Ob ich ein paar Tipps für ihn habe. Der hat mir zwei Replays geschickt. Wir werden jetzt nur dieses eine hier analysieren. Das andere werde ich wahrscheinlich mir privat angucken und ihm dann so schreiben, was mir auffällt. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein, ja? Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt. Ich keine Ahnung, wie ich das für YouTube machen soll, ob ich das durchlaufen lassen soll und erst dann was sagen soll, wenn mir was auffällt, ja? Weil das ist auch immer ein großer Unterschied zu, also was man für Fehler macht. Zum Beispiel jetzt hier ein klassisches Kickoff-Goal, ja. Kann man nichts machen, war es ein bisschen zu langsam beim Kickoff. Aber wenn man C1 ist, ja, das kann mal passieren, ne? War wahrscheinlich auch nicht von der Mate optimal verteidigt, weil er hat sich den 100er Boost genommen und der war schon möglich. Aber wie gesagt, wir sind auf C1, ist ein Kickoff-Goal, kann immer passieren, ist jetzt nicht so schlimm. Da darf man sich nicht von verunsichern lassen. Mal gucken, nächster Kickoff wird hoffentlich besser. Ja, der Gegner followed. Sein Mate lässt ihn den Boost. Ich versuche halt jetzt darauf zu achten, wie er rotiert, wie er seinen Boost nimmt, ja. Okay, ja gut. Das sind halt so klassische. Das sind halt so klassische Sachen jetzt. Du hast, also dein Boost-Management bezahlen ist eh gut, ja, deine Rotation auch, wie du da bist. Aber die Defense, du lässt den Gegner einfach das machen, was er möchte. Vom Mate jetzt auch nicht so. Ja, okay. Der Fehler liegt einfach daran, dass der Gegner nicht ge-early-challenged wird, ja. Der kann jetzt einfach hochgehen und theoretisch machen, was er möchte. Ja, er kann den Ball airdribbeln, er holt sich jetzt ein Reset. Der Gegner versucht dich sogar zu bumpen. Deswegen macht er, also er macht es auf jeden Fall ein bisschen awkward für dich, das zu verteidigen. Aber an deiner Stelle, wenn du siehst dein Mate Early Challenge nicht und er geht hier schon zum Reset und du bist schon in der Position, dass du hier in der Wall bist, das war es auch lucky, dass er den nicht gehittet hat. Aber spring vom Backboard einfach ab. Spring einfach von hier ab und versuch ihn zu challengen. Weil ich finde es immer besser, es wenigstens zu probieren, weil ich bin mir sicher, wenn du hier abspringst und es versuchst, wenn du sagst, du hast gute Mechanics und kannst es so reinsetzen, dass du den Ball dann bekommst. Weil jetzt guckst du ihm halt einfach nur zu, was er macht und wird halt wieder ein Tor. So. Vielleicht sind die Probleme ja ganz so anders, aber wir schauen mal weiter. Ja, ist auf jeden Fall okay. Da war jetzt nur das Problem, weil, wie gesagt, das sind halt so Kleinigkeiten, ne? Ich bin mir sicher, er weiß, wenn er den Ball jetzt cleart, dass er es nicht gut ist, zu Viper hier zu spielen, ja. Dass der den nicht macht, ist auch wieder eine Katastrophe eigentlich. Aber ist da noch nichts passiert. Alles gerettet. Das müssen wir nochmal anschauen. Du hast hier den 100er Boost. Bist super Sonic. Aber jetzt brauchst du eigentlich nicht mehr boosten. Maximal flippen. Man kann ja Speed flippen. Ich hoffe, das sagt dir was. Ja, du wirst halt schneller am Ball sein. Und wastet hier ein bisschen Boost.
Aber das ist noch okay. Gehst auch wieder schön zurück. Und jetzt, wie vorhin auch, ja, vielleicht merkst du es jetzt auch. Du hast keine Early Challenge von deinem Mate. Das war quasi der Early Challenge. Bisschen unlucky, dass der halt so abgegangen ist. Der Gegner will dich auch schon bumpen, den höre ich. Der kommt von rechts jetzt angefahren. Ja, er ist jetzt, ja, hat dich sogar berührt. Aber wärst du einfach bei dem Ball schon mit hoch, weil wo will der Gegner hin? Wo möchte er hin? So, du kannst, er ist halt zu slow, um wirklich weit nach oben zu gehen. Obwohl, nach oben könnte er schon gehen, aber halt, ja, das ist schwer zu erklären. Er ist zu slow, um wirklich was zu machen aus dem Ball. Also du kannst ihn auf jeden Fall mit viel Speed gut challengen da. Bisschen unlucky natürlich der Bump jetzt, weil dann hättest du ihn wahrscheinlich, weil er den Ball ein bisschen gemisst hat. Aber da hättest du auch einfach, wenn du schon hörst, er will auf den Bump gehen, spring einfach auf den Gegner drauf und probier's, weil es immer besser ist, als zuzugucken und zu warten, bis irgendwas passiert. Da habt ihr fast beim Kick auf den Goal gemacht. Und dann nimmst du deinen Mate leider den Boost mit weg. Oh, der hat sich bestimmt... Das war wahrscheinlich, er war nicht erfreut wahrscheinlich darüber. Weil du hast hinten schon den 100er genommen. Das war wahrscheinlich ein bisschen aus Versehen. Aber das ist natürlich jetzt nicht so gut. Den Boost zu nehmen ist okay. Weil du jetzt eher ein Setup hast. Für den Airdribble. Das war auch sehr gut. Vielleicht ist es für dich auch gar nicht so ungut, mal zu sehen, wie das aussieht, wenn man das defenden möchte. Weil du jetzt einfach auf so zwei Touches in der Luft gegangen bist. Ich weiß, das ist C1, ja, man kann jetzt nicht erwarten, dass du ein Triple Reset raushaust, aber es ist nicht so schwer zu challengen. Aber schau, was der Gegner gemacht hat, gleiche Situation, er ist am Backboard und springt auf dich drauf, ja. Er springt, sobald er die Situation hat, also er holt sich hier den Boost, geht ans Backboard und springt auf dich drauf. Das hat er gut verteidigt so, und das hättest du halt davor auch machen können, theoretisch. Da macht dein Mate ein Tor. Das ist wunderschön. Das ist der Random Mate. Oder vielleicht der Premate. Das ist ein Premate sogar. Auch was macht. Oh, kein Reset. Aber du hast beide damit gefaked. Das ist auch wunderschön immer. Aber es sind 3-2. Aber die Tore, die ihr bekommen habt, die waren schon hier zu verteidigen eigentlich. Das war auf jeden Fall möglich. Es könnte auch 2-0 für euch stehen. Da wieder gute Early Challenge von deinem Mate. Den Ball könnte man theoretisch, aber ja, ich sehe das halt immer ein bisschen anders, ja. Den hättest du nicht direkt wegbangen müssen, weil du schenkst einfach dem Gegner quasi den Ball. Ja, er ist schon hochgesprungen einmal. Hat sich ein bisschen awkward gemacht. Ich weiß nicht, was daraus entsteht jetzt. Ja, war auf jeden Fall auch okay. Aber du hättest auch theoretisch den Ball entweder auf den Boden mitnehmen können für ein Groundplay oder eben den Ball nicht einfach wegbangen, sondern mit dem Ball hochgehen für ein Airdribble, Flip Reset, Double Tap, sonst irgendwas. Weil wenn du halt hier alleine bist und auf der Elo und du bist so gut, dass du den so ein Double Tap bringst, dann ist der zu 90% drin, wenn du den gut readest. Weil es echt schwer ist, den Slaper zu safen dann. Aber auf jeden Fall auch nicht schlecht. Aber hat, glaube ich, nur funktioniert, weil der Gegner kurz mit hochgesprungen ist und deswegen nicht so gut im Ground war. Der Mate geht gut hoch. Und das ist ein Open Net. Nice. Siehst du? Oh, oh ja. Sicher das Open Net gemacht. Das war richtig gut von deinem Mate auch, ja. Er hat gesehen, der geht hoch. Und ist für den Early Challenge gegangen. Auch ich war sehr gut gespielt, ja. Aber zum Boost Management und Rotation kann ich bis jetzt gar nicht so viel sagen, ja. Bis jetzt finde ich es eigentlich echt gut vom Boost Management. Das ist eher die Verteidigung, die mir auffällt jetzt. Zum Beispiel, dass du den Booster vorne nicht bekommen hast, voll okay. Ihr habt beide den Boost gechallenged. So, jetzt bin ich gespannt, wieder die Verteidigung, ja. Das war sehr gut. Aus der Perspektive, sag ich ehrlich, wie es ist, finde ich auch schwer zu verteidigen. Aber es ist wichtig, nah zum Tor hinzugehen. Also am besten
hier, also bevor man halt noch ins Tor reinfährt, sich irgendwie hier zu positionieren, weil du kannst halt dann die Bereiche abdecken und hier vorne auch. Also war schon gut. War schon gut verteidigt. Alles richtig gemacht. Der Gegner nimmt sich da den Boost, ja. Okay. Da hättest du vielleicht ein bisschen schneller spielen können, weil dein Gegner geht hier auf Boost, macht einen Backflip und du könntest, ja, ich weiß nicht, ob du den schon readen kannst, ja, aber der hättest so durchspeeden können, ja, weil du dich abgebremst hast. Das wäre auf jeden Fall dein Ball gewesen. Auch hier schon, ja, dieses Anhalten da. Ja, da hättest du schon direkt durchspeeden sollen. Er ist natürlich der stärkere Fennec und drückt dich einfach weg. Auch gut. Aber ist nichts passiert. Alles easy. Mate Challenge wieder gut. Ja, ist auch close, aber alles fein. Hätte ich, glaube ich, nicht anders gemacht. Wäre auch auf den Boost gegangen. Und solche Sachen, was der Mate passiert ist, das passiert einfach. Man kann, wenn man im Replay, das ist auch ganz wichtig für die Leute, wenn ihr ein Replay habt und ihr springt an dem Ball vorbei, dann... Ja, ist natürlich ein Fehler irgendwo, aber das passiert einfach, wenn ihr, jetzt sag ich mal C1 bis C2, sogar auf C3, GC, das passiert immer. Das ist nicht so das Ausschlaggebende, ja. Man kann immer missen, auch ein SSL misst irgendwann mal einen Ball. Es ist einfach nur wichtig, zum Beispiel jetzt hier, dieses Verteidigen, ja, vom Backboard ab, was ich gesehen habe. Oder wenn man halt selber sagt, beim Boostmanagement und so. Obwohl ich es halt, wie gesagt, hier vom Boostmanagement und Rotation eigentlich echt gut finde. Also ihr rotiert echt gut miteinander. Das ist jetzt nicht so das Problem. Weil ich habe jetzt noch keinen Double Commit zum Beispiel von euch gesehen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viel ihr auch callt. Das ist nämlich ein großer Unterschied, ob man mit einem Mate spielt oder nicht. Weil dann mehr im Hintergrund passiert, als man selber weiß. Oh ja, der Safe ist natürlich schwer. Den kann man, da gibt es zwei verschiedene Varianten, den zu nehmen. Entweder ist man schnell genug und kann es perfekt abschätzen und berührt den Ball perfekt, wenn der Ball die Wall berührt. Also wenn der Ball quasi abbounced, dann berührt man den Ball von unten, dann fetzt der komplett auf die andere Seite wieder rüber. Oder man ist schnell genug, dass man den Ball einfach ganz normal annimmt. Ich weiß nicht, ob du den Überbanger probiert hast da. Sieht auf jeden Fall danach aus. Kann man machen, muss man aber nicht, ne? Ich hätte es wahrscheinlich auch probiert. Aber nur fürs, wie gesagt. Ich möchte ja versuchen, jeden zu helfen, der das sieht. Okay. Er haut den Backboard und er macht ihn einfach bodenlos rein. Ah, ich glaube, es war schon der Clear hier. Ja, der war nicht so strong. Den konnte er direkt annehmen. Oh, oh mein Gott. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Hier ist dein Boostmanagement. Und Rotation. Pass auf. Dann versuchst du das 42 Boost, ja. Ab dem Zeitpunkt, dass du 42 Boost landest, benutzt deinen ganzen Boost, um in den Paddy reinzufahren. Aber ich glaube eher, dass du den Ball challengen möchtest hier. Ja, dann möchtest du den Ball. Und der Mate sagt wahrscheinlich, hat er oder so. Keine Ahnung, du hörst ihn. Er will wegbangen. Aber der Bang ist überhaupt nicht geil. Und du weißt nicht, ob in der Corner, da lag Boost, aber der Gegner hat den mitgenommen hier. Da ist der Boost. Du versuchst ihn wegzumachen. Der Gegner hat den Boost mitgenommen. Und du wirst halt nach dem Bang auf den Boost gehen, siehst aber dann, der ist gar nicht hier, fährst trotzdem bis zu dem Boost, obwohl da gar nichts ist, ja, du fährst einfach ins Nichts. Und dann kannst du nur zugucken, wie der Gegner bangt, also den hätte er theoretisch auch scoren können, ja. Den hätte er auch scoren können, theoretisch. Weil es halt komplett Open Net war, aber er hat sich einfach schlecht hingestellt. Guck, den hätte er scoren können, aber er ist halt einfach jetzt nicht der Allerbeste. Macht einen Pass ans Backboard und er fetzt ihn einfach rein. Ja, den macht er sicher. Ach, verstehst du? Also, nach dem Ball hättest du eigentlich direkt turnen können. Du hättest auch noch 25 Boost gehabt. Einfach, wie soll ich sagen, welchen Weg würde ich fahren? Ich würde einfach, glaube ich, hier rumfahren. Stell dir mal vor, ich bin jetzt das Auto. Ich würde hier rumfahren, mich darum driften. Alter, ist das ein schlechter Sense. Und dann hätte ich halt quasi, falls er geschossen hätte, ja, wäre es halt auf jeden Fall da gewesen. Also wenn er aufs Tor geschossen hätte, wärst du auf jeden Fall hier. Und wärst du hier gestanden, dann hättest du auch den
Bounce hier challengen können. Ja? Du hättest hier auf den Ball challengen können. Der Ball wäre nicht ans Backboard und er hätte auch nicht schießen können. Genau. Also das ist mir jetzt aufgefallen. Wenn ich, also was, alles, was ich sage, muss nicht zu 100% stimmen, aber das ist halt, wenn ich das jetzt sehe, was ich da von halte und genau. Ihr versteht schon, was ich meine. Sehr guter Bang. Will ich nochmal sehen. Richtig gut gepasst von der Mate. Bisschen risky, aber man muss ein bisschen risky auch spielen. Was auch viele als Fehler machen. Bei solchen Situationen. Die können sich nicht entscheiden. Die können sich nicht entscheiden, soll ich jetzt defenden oder soll ich draufgehen. Und in deinem Fall, du bist jetzt über die Mittellinie gefahren. Dann musst du draufgehen. Du musst einfach. Weil wenn du jetzt anfängst umzudrehen und Blaze Rocket League unterstrich den Bang aus deines Lebens raushaut, dann kriegst du den Ball sowieso nicht mehr. Dann ist der drin. Das ist dann quasi wieder, du guckst zu, was der Gegner macht, lässt ihn reinschießen und challenge nicht auf ihn drauf. Deswegen einfach drauf, also alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Einfach hier, du hast dich entschieden anzugreifen, das Risiko einzugehen und das hast du auch durchgezogen. Das ist richtig so. Der Mate ist auch nach hinten rotiert direkt. Alles richtig gemacht. Sehr gut gedeft. Noch gedemot, den Boost nicht zu bekommen, bisschen unlucky. Aber ist nun mal so. Wow, wow, wow. Das war nicht so gut, aber ich glaube, das weißt du auch. Das war Panic. Das sah sehr nach Panic aus. Aus so einem Mate ein bisschen unnötig. Oh ja, oh ja. Für dein Mate, ich weiß nicht, ob das wirklich dein Mate ist. Oder irgendjemand, aber für die andere Perspektive. Wenn ihr so einen Ball habt, ja. Das 48 Boost, hast den ersten gesaved wie Manuel Neuer. Richtig gut nach links gespielt. Alles perfekt gemacht. Gegner ist tot. So, es wird keiner mehr, also es wird kein dritter Gegner jetzt kommen, ja. Der ist tot. Du kannst einfach auf den Ball warten. Und wenn du schon hoch gehst und merkst, der droppt eh wieder runter und das ist jetzt übel dumm mit 19 Boost hinzufliegen, brech ab. Lass dich auf den Boden fallen, nimm den Ball so mit. Aber nimm dich deinen Boost, waste den und mach das dein Mate so awkward. Weil er panikt jetzt auch. Du kriegst ihn zwar wieder, aber es ist halt sehr, sehr unnötig. Sehr viel Stress für nichts. Vor allem beim 4-4. Wir wollen jetzt nicht unnötig so ein Tor kassieren. Da könnte man jetzt wieder sagen, hö, warum soll ich da nicht so drauf bangen? Ganz einfach. Man sieht ja, dass der Gegner nicht wirklich schießen kann. Er macht das jetzt zu seinem Mate. Zu seinem Mate, das ist sehr gut von ihm gespielt, vom Gegner. Und das ist halt der Ball, den, ja, den könnte man, also du könntest schon, ich muss mir das nochmal anschauen, ob man das sehen würde. Ja, ist ein bisschen hart, ist auf jeden Fall hart. Auf jeden Fall ein bisschen Glück, dass der Gegner den nicht reinfetzt, weil der wäre auf jeden Fall sehr schwer gewesen zu safen. Da kommt es halt, ja, es ist einfach, ja, was soll ich dazu sagen, ne? Theoretisch gesehen, hättest du da turnen können, einfach umdrehen und versuchen, den Ball zu challengen. Weil auf einer höheren Elo haut ihr den rein. Aber das ist keine hundertprozentige Garantie, dass das funktioniert. Weil wenn der Gegner, also sein Mate, pre-jumpt oder so, dann kriegst du ihn wahrscheinlich nicht. War einfach glücklich. Einfach glücklich, dass er ihn nicht reingemacht hat. Braucht man auch mal. Zum Glück. So, das ist ein Setup, das sehe ich doch. Guter Challenge vom Gegner. Auch schön wieder zurückrotiert, den Boost mitgenommen. So, jetzt schauen wir die Verteidigung an. Auch alles gut. Ist immer schwierig, es ist immer schwierig, wenn der Gegner angeflogen kommt mit dem Airdribble, den zu safen. Es sollte eigentlich immer in der Verteidigung so ablaufen, dass ihr zu zweit auf den Gegner gehen könnt. Einer springt drauf, der Gegner muss den Ball wegspielen und du nimmst den zweiten dann einfach an. So wie es bei den Gegnern jetzt der Fall war. Dein Mate geht drauf, er macht den Early Challenge, der Mate kommt nicht mehr hin, er kann es verteidigen. Da natürlich ist ein bisschen gut vom Gegner, dass er den noch ans Backboard mit ihm gespielt hat. Da
Der Bounce war einfach auch perfekt, ja. Stand ist auch gut. Alles beobachtet, ja, genau, wegen Rotation auch, weil du gesagt hast, eine Rotation. Schau mal, wenn, würdest du schlecht rotieren, dann würdest du jetzt einfach hier in den Ball reinspringen, ja. Das machen wirklich Leute. Die gehen jetzt einfach auf den Ball da drauf. Die sehen den da vorne nicht. Dein Mate verschwindet quasi. Ist einfach blub, er ist einfach weg. Und springst mit hin. Und was du gemacht hast, alles richtig. Du stehst da, guckst dir die Situation an, gehst im richtigen Moment drauf. Alles perfekt gemacht. Ja, und habt ihr das Game gewonnen. Das ist richtig gut. Also das Einzige, was ich sagen könnte, oder ja, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass du vielleicht in der Verteidigung ein bisschen mehr dich trauen musst zu challengen, weil es wird dich keiner flamen, wenn du versuchst, den Ball zu bekommen, es aber nicht schaffst. Das ist besser, als einfach zuzugucken und der Ball geht dann trotzdem rein. Ja, verstehst du? Probier es wenigstens, irgendwie da drauf zu gehen. Jetzt nicht total dumm, jeden Ball wegchasen oder so, sondern halt vom Backboard, was ich eben vorhin gezeigt habe, die Bälle zu challengen. Und ich bin mir sicher, dass die ersten drei Tore, die ihr bekommen habt, dass ihr ja die verteidigen hättet können. So, Kickoff-Goal ganz am Anfang, vielleicht nicht warm-up, keine Ahnung. Passiert immer, wie gesagt. Ist jetzt auch kein ultra großer Fehler, auch nicht von der Mate. Vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt, falsch abgesprungen. Weiß ich nicht, muss nicht sein. Passiert. Aber das hier, ne? Da ist der Early Challenge von der Mate. Richtig gut. Und dann kommt halt der zweite Ball, ist vom Gegner. Er kann nicht Early Challengen. Und du guckst halt quasi mit zu. Den hätte man verteidigen können, auf jeden Fall. Oder es halt probieren wenigstens. Und hier jetzt, glaube ich, das Gleiche. Geh einfach mit hoch. Einfach mit hochgehen. Und du kriegst den Ball. Ich sehe, du bist sicher in der Luft. Du kannst einfach in ihn reinfliegen, weißt du? Einfach straight in den Ball. Boom. Weil es besser ist, halt auf den Boden zu warten. Weil er hat sich ein Reset geholt. Und hätte er den Reset gut bekommen, oder halt wäre es perfekt gewesen, hätte er den auch reingefetzt. War ein bisschen unlucky für ihn, dass er ihn verkackt hat. Geht trotzdem rein. Aber es wären halt Bälle oder halt Tore, die hättet ihr verteidigen können. Und dann wäre das Game schon viel leichter für euch gewesen, ja. Also eigentlich habt ihr die gut dominiert. Für C1 sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Rotation hat eigentlich auch gestimmt. Boostmanagement ist mir jetzt nichts unbedingt Schlimmes aufgefallen. Falls in den Kommentaren irgendjemand was sieht und sagt, hey, das und das war vielleicht nicht gut, weil ich bin jetzt auch nicht so der Ultra-Boss im Reaper-Analysieren, ja. Habe ich noch nie für jemand anders richtig gemacht. Gerne reinschreiben. Ich bin mir sicher, dass Mike und sein Mates sich das gerne durchlesen und angucken, weil die einfach nur besser werden wollen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Und falls ihr Replays habt, die ich für euch anschauen soll, dann schreibt mir gerne auf Discord. Der Link ist in der Beschreibung. Und lasst doch gerne ein Abo da, ja, damit wir die 3000 Abonnenten noch erreichen dieses Jahr. Ich hoffe mal, dass wir das noch schaffen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.